So, hallo liebe Mitglieder aus dem Stamme der Wahrheitssucher und Finder. Endlich mal wieder ein neues Video. Ich habe leider viel zu tun gehabt in letzter Zeit. Ja, worum geht's? Ich habe letztens ein kleines Video zugeschickt bekommen, beziehungsweise in meinem Chatbereich, im Chatbereich meines Telegram-Kanals. Da sind sehr rege Menschen unterwegs, die spannende Sachen ausgraben. Und die haben mir ein Video geschickt von einem Astrologen, der spricht über den sogenannten Einigungsvertrag zwischen Deutschland, zwischen BRD und DDR. Das habe ich mir mal angeguckt jetzt. Sehr interessant. Da habe ich ein paar kühne Schlussfolgerungen gezogen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Das ist das eine, das werde ich hier heute besprechen. Dann kurz noch zwei, drei Hinweise. Erstens, mein neues Buch ist jetzt da, kann man jetzt per PDF bestellen. Anstiftung zum Aufbruch ist ein bisschen philosophisches Buch geworden. Eigentlich wollte ich bloß über vier Schritte sprechen, die ich, ja, wenn ich Leute berate oder Webinaren oder auch selber in meinem Leben immer wieder angewendet habe, wie man aus jeder Sackgasse rauskommt, nach meiner Erfahrung jedenfalls und dem, was ich so im Umfeld gesehen habe, die damit arbeiten. Schreiben, wollte ich bloß darüber schreiben, dann ist es doch ein bisschen breiter geworden, ein bisschen philosophisch, auch politisch was reingekommen. Ich konnte es mir nicht verkneifen, ein bisschen über die aktuellen Geschehnisse zu sprechen und ein paar Sachen unterzubringen, die zu wenig Leute wissen, finde ich, damit man sich etwas vielleicht ein bisschen klarer zu den Geschehnissen draußen positionieren kann, ohne irgendwelche Systeme oder Facetten anzugreifen. Also das ist nicht mein Weg. Das muss jeder selbst entscheiden. Dann, wir haben am 10. und 11. Ja, nächste Woche ist das. Machen einen kleinen freien Abend, wo ich über Stundenastrologie spreche. So einen freien Vortrag kostet nichts. Sozusagen frei für euch. Nach mir ist dann eine nette Kollegin, Annette Metz. Die spricht über ihre Arbeit mit geistigen Begleitern. Sie arbeitet mit feinstofflichen geistigen Energien. Seit vielen Jahren hat er viel Erfahrung drin und sie wird über ihre Arbeit sprechen. Ich werde es ein bisschen, wir werden ein bisschen im Dialog auch sein. Dann am Donnerstag, dem 11., wird mein Bruder über die Anwendung des unsichtbaren Skriptes sprechen. Das heißt, auf der Basis dieses Buches, meines Buches, das unsichtbare Skript, all unsere Heldenreisen, wird er darüber sprechen, wie man mit dem Skript arbeiten kann. Er berät damit alle möglichen Leute bis hin zu Firmen. Er macht sogar Produktlesungen, das heißt, er macht Skriptlesung. Und zwar ohne Astrologie. Darüber wird er einen Vortrag halten und das ein bisschen erläutern und zeigen. Er macht es über Intuition und Kinesiologie, hat dann so eine Grafik da vor sich und arbeitet mit dem Skript auch ohne Karten, die wir im Moment noch nicht liefern können, weil wir keinen richtigen, ja, keine Firma gefunden haben, die die Karten drucken kann und dann auch liefert und verschickt. Das können wir nicht auch selbst noch machen, das kriegen wir nicht hin. Aber wir sind da noch dran, die kommen noch irgendwann, die Karten, die sind ja im Grunde vorbereitet. Okay, ansonsten Hinweis, Stundenastrologie läuft im Moment weiter. Ich mache, beantworte Fragen auf der Basis von Spende. Steht alles auf meiner Seite. Das bleibt so lange aufrechterhalten, bis ich sozusagen die Tür wieder zumache. Wenn es mir zu viel wird. Gewissermaßen, wenn ich Luft brauche. Okay, alle anderen Beratungen steht auch alles auf meiner Seite, steht, findet ihr hin, könnt ihr auch anfragen. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Nein, wir machen regelmäßig den Schwarmintelligenzabend alle 2 Wochen, am Montag immer, steht auch auf meiner Seite. Dieser Abend ist dann auch kostenfrei. Da geht es um die Heilung des Dunklen der Menschheit in uns. Wir sind ja alle die Menschheit zusammen und jeder hat einen kleinen Anteil daran. Schwarmintelligenzabend, wo wir mit diesen Elementen arbeiten und ich einfach meine Erfahrungen, wie man damit arbeiten kann, rübergebe zu euch. Okay, jetzt aber die Besprechung des Einigungsvertrages zwischen der DDR und der BRD. Okay, mal gucken, was dabei rauskommt. Viel Spaß! So, da haben wir also das Horoskop, von dem wir gesprochen haben. Der vermeintliche Zeitpunkt des Einigungsvertrages zwischen den Entitäten BRD und DDR. Ja, das hat also der nette Astrologe von, ich glaube, Astropolarity oder so heißt die, seine Schule in Berlin, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Hensel, Andreas Hensel oder so, hat es letztens gebracht, jemand in meinem, im Chatbereich meines Telegram-Kanals. Das sind sehr, sehr aktive Menschen drin in diesem Chatbereich, die sich intensivst austauschen über alles Mögliche. Da gibt es ja auch keine Tabus. Habe ich extra gesagt, das ist hier absolut zensurfrei. Der Schwarm kann sich selbst entscheiden, worüber hier sich ausgetauscht wird.
Ja, die haben dieses Horoskop eingestellt von diesem Andreas Hentel, der diesen Vertrag ausgegraben hat. Das wird sogar von der Bundesrepublik so angegeben, die Zeit 31.08.1315 ist der Einigungsvertrag unterschrieben worden. Das wäre dann sozusagen wirklich der letzte Vertrag, deutsch-deutsche Vertrag, bevor dann alles anders wurde. Ja, dieser Astrologe hat dann viel gesprochen, zum Beispiel über den Herrscher von Vier. Er nannte das das Wesen der Dinge. Klar, das ist, ich nenne es immer des Pudels wahrer Kern. Und er war auch ein bisschen erschrocken darüber, so also scheint es mir jedenfalls, dass dieses Staatsgebilde, wie er es nannte, gar keine Identität hat mit Sonnen, mit Neptun, Mond. Das ist alles richtig, sehe ich auch so, kann ich nur bestätigen. Ich persönlich bin null erschrocken, weil hier geht es ja nicht um Staaten, hier geht es um eine Geschäftsvereinigung. Also da geht es nur ums Geschäft, sieht man ja im 10. Haus, ja, Jungfrau. Davon mal abgesehen. Gut, also ich finde es nicht dramatisch, ist ja dann unsere Entscheidung, ob wir, die wir vielleicht als Menschen der Mond da sind, ob wir weiter in der Betäubung bleiben oder da rausgehen. Natürlich braucht eine Geschäftsverbindung, braucht keine Identitäten, das braucht bloß Zahnräder, die funktionieren, Angestellte, Mitläufer, Personal, entsprechend Personalausweis. Also die sollten möglichst nicht allzu viel eigene Identität haben oder möglicherweise noch eigene, sich für ihre eigenen Wurzeln interessieren. Und dann gegebenenfalls hinterfragen, wer uns da regiert. Das sollen die natürlich nicht, ist auch klar deshalb, warum der Einigungsvertrag dann sozusagen ein des Pudels wahrer Kern, den Neptun da am Mond dran hat. Im 2. Haus, Auflösung des Reviers, spielt ja auch eine Rolle, auch klar. Ja, das ist alles korrekt, was der da sagte. Wichtig war einfach, dass der Vertrag auf den Tisch kommt, dass man sich das mal angucken konnte. So, mich interessiert nämlich, und das habe ich dann auch in den Chatkanal bei uns da reingestellt, habe gefragt, was meint ihr? Wie seht ihr das? Mich interessiert nämlich eine stundenastrologische Betrachtung der ganzen Angelegenheit. Ereignishoroskop, Stundenhoroskop, wie auch immer. Und bei einem Vertrag heißt es in der Stundenastrologie ja immer insbesondere, die vertragsschließenden Parteien sind erstes und siebentes Haus. Ja? Ich habe bis jetzt noch keine Ausnahmen von der Regel feststellen können. Bin aber offen dafür, wie immer. Aber vertragsschließende Parteien, Herrscher, ist das erste Haus und siebte Haus und die entsprechenden Herrscher, theoretisch. Ja, und da kann man ja einmal kurz gucken. Wir gucken aus der Sicht der Stundenastrologie nicht nach dem Pluto. Zunächst, wir gucken nach dem Mars. Weil in der alten Astrologie, in der Wurzel der Wurzel der Wurzel der Astrologie, was meiner Meinung nach die Stundenastrologie war, der Blick in die Stunde, da hatte quasi jeder Planet zwei Zeichen, außer Sonne und Mond. Ja? Sonne und Mond sind für mich der göttliche Mensch zusammen. Und alle anderen Planeten hatten jeweils zwei Zeichen, weil man ja auch Pluto und Neptun und Uranus und so weiter noch gar nicht kannte. Und da ist zum Skorpion der Mars zugeordnet. Also der Skorpion und der Mars wäre eine Seite der vertragsschließenden Unternehmung, der vertragsschließenden Parteien. Die zweite Seite wäre dementsprechend der Stier mit einer Venus, die im 9. Haus steht. Ja, aus der Sicht des Aszendenten, aus der Sicht des Deszendenten ist die Venus natürlich im 3. Haus. Okay, und dann habe ich die Frage da reingestellt im Chatraum, was meint ihr? Wer sind die vertragsschließenden Parteien? Haben wir ein bisschen uns ausgetauscht darüber und kamen dann eigentlich zu der Schlussfolgerung, natürlich auch mit anderen Meinungen, ja. Linke Seite Skorpion, DDR, rechte Seite Stier, BRD. Warum? Ich habe zuerst bei der BRD geguckt, ausgehend von dem Horoskop der Teilsouveränität der BRD. Natürlich, es gibt noch andere Horoskope der BRD, Grundgesetz und so weiter. Ganz klar, aber ich arbeite viel mit dem, das wisst ihr mittlerweile, mit dem Horoskop der Teilsouveränität der BRD. 5.5.55, 12 Uhr Bonn, da kann keiner dran rütteln. Die Zeit, das ist eine Inkrafttretung. Die ist festgelegt auf die Sekunde genau und das ist ein Zeitknotenpunkt, an dem man viel ablesen kann. So, jedenfalls die BRD, die Sonne der BRD steht bei 15, bei 14 Grad Stier. Ja, und die Venus vom Einigungsvertrag steht also faktisch auf dem Aszendenten der Teilsouveränität. Hier ist mal der Vertrag und die Bundesrepublik zusammen, also Vertrag sind die schwarzen Planeten. Und die roten Planeten sind BRD-Teilsouveränität. Da seht ihr rechts also die Venus im 6. Haus, im Stier.
auch noch im sechsten Haus, da spielt also der Zweck schon eine gewisse Rolle. Und oben grün, in grün eingerahmt, der Aszendent der BRD, da wo die Venus steht. Ja, interessant ist hier insbesondere, dass der Saturn des BRD-Horoskops ziemlich exakt auf dem Aszendenten des Vertrages steht. Ja, das würden wir ja quasi der DDR zuordnen, diesen Saturn. Man könnte jetzt interpretieren, okay, das bestimmende Prinzip, was offensichtlich in der BRD sowieso nicht so gemocht ist, liegt ja im vierten Haus, hat man da sozusagen ins vierte Haus hingeschoben, in die Drachenhöhle, ganz nach unten, da, wo der Held sich den Kram holen muss, der ihm fehlt. Ja, und jetzt im Moment haben wir auch eine Sonne-Saturn-Situation draußen, Wirtschaftskrise, hat ja alles perfekt gepasst wieder, entsprechend des Horoskops, also können die jetzt einen Tag berechnen. Jedenfalls, dass dieser Saturn rübergeschoben ist zum Vertragspartner, das bestimmende Element. Aha. Was fällt uns noch auf, wenn wir jetzt mal das Horoskop der Gründung der DDR nehmen? Dann haben wir hier eine im Netz zu findende Zeit von 13.17 Uhr beim DDR-Horoskop. Und bei 13.17 Uhr haben wir einen Endschützen von 29,1 ungefähr, Aszendenten, beim DDR-Horoskop. So, jetzt liegt natürlich die Vermutung nicht ganz fern, dass möglicherweise die Zeit doch ein bisschen später liegt und wir dann einen Steinbock-Aszendenten hätten. Das sind ungefähr 5 Minuten, habe ich nachgeguckt. Aber wir brauchen nicht spekulieren. Wir haben den Steinbock im ersten Haus drin. Der ist eben voll eingeschlossen und damit haben wir, wenn es so ist, wie die Zeit jetzt so ist, haben wir einen kombinierten Aszendenten von Schütze und Steinbock. Und der Saturn läge dann im achten Haus. Es wäre sozusagen in der Verpackung eines freundlichen, jovalen, freiheitsbetonten oder freiraumbetonten Auftritts, käme dann sozusagen im Hintergrund mit dem eingeschlossenen Steinbock und dem Saturn im 8 ein totalitärer Staat gewissermaßen dazu. Also der Steinbock, der ist dann schon sehr streng und mit dem Saturn im achten Haus hat er natürlich was schwer Ideologisches. Ist dann ein ideologischer Staat. Ja? Das wäre die DDR. Und interessant ist jetzt bei dem Vertrag, im Übrigen hat das Grundgesetz oder das Grundgesetz, das heißt also die allgemeinen Geschäftsbedingungen des BRD-Vereins oder Treuhandgesellschaft oder was auch immer, die haben natürlich auch Herrscher von 1, Steinbock, Saturn in 8. Ja? Auch nicht uninteressant. So, jedenfalls ist jetzt interessant, dass der Saturn der BRD im Vertrag, in dem Einigungsvertrag, rübergeschoben wurde zur DDR. Ja, der Saturn der BRD steht auf dem Aszendenten des Einigungsvertrages und Aszendent, haben wir gesagt, ist DDR. Ist dann schon interessant. Dass also möglicherweise das bestimmende Prinzip, was in der BRD schon verdrängt war, ins vierte Haus, gewissermaßen in die Drachenhöhle, dorthin, wo der Held wirklich hin muss, wenn er das Verlorene sich holen will. Ja, jedenfalls ist der Saturn rübergeschoben zur DDR in diesem Vertrag. Der Bestimmer ist zur DDR rübergeschoben. Ja, und jetzt können wir uns mal den Spaß machen, den Vertrag mit dem Horoskop der DDR zu verknüpfen. Und da fällt uns immerhin gleich auf, dass der Saturn, der ja zum DDR-Aszendenten gehört, quasi zur Mission der DDR, Aszendent ist Mission aus der Sicht der Heldenreisen-Astrologie, dass der im 10. Haus des Vertrages steht. Ja. Saturn im 10. Haus kann man überall nachlesen oder auch, wenn man genug Erfahrung hat. Saturn, 10. Haus, der Boss. Ja, Sie, Frau Merkel, 10. Haus, Saturn, der Boss. Interessant ist auch, wenn man ein bisschen weiter stochert noch, man kann natürlich jetzt wirklich stundenlang hier gucken, dass der Mars-Pluto, der im Horoskop der DDR vorhanden ist, also eine ziemlich radikale, durchaus auch aggressive Ideologie, ganz nah bei der Venus dieses Vertrages steht. Venus gehört zur BRD. Also gibt es etliche Indizien, die uns irritieren. Dann ist auch noch interessant, dass zum Beispiel der Pluto des Vertrages sich mit der Venus verknüpft, das hatte ich schon erwähnt, und auch der Saturn des Vertrages sich mit der Venus verknüpft und diese beiden, Pluto, Saturn, gehört alles zur DDR. Und da ist dann die Frage, ist ein Pluto im Skorpion, der sehr stark ist, weil er absolut in seinem totalen Zuhause ist, ja, noch totalen Zuhause sowieso schon, und ist ein Saturn, auch wenn er rückläufig ist, der in seinem strengen Zuhause ist, sich also pudelwohl fühlt,
Sind die beiden jetzt schwächer als eine Venus im dritten Haus der BRD aus der Sicht des Vertrages im Löwen? Sind die da schwächer oder stärker? Also man sagt ein weiteres Mal, aha, und wir haben noch ein paar Fragen, die da auftauchen. Ja? So, ich will es ja hier stundenastrologisch betrachten. Wenn man jetzt das reine Ereignis beobachten würde und würde jetzt sich nur mal den Skorpion-Aszendenten gucken und würde sagen, okay, was ist da passiert? Ja, der Skorpion ist ja der unsichtbare Part eines Vertrages, die Hintergrundmatrix, weil man kann ja auch die einzelnen Tierkreiszeichen immer an der Achse bei 0 Grad klappen. So kann man zum Beispiel den Skorpion auf die Waage klappen, also spiegelpunktlich, und genauso natürlich die Waage auf den Skorpion. Und da wäre die Waage zum Beispiel der Vertrag, ja, die Kooperation, wie ich es auch im Buch geschrieben habe, das ist die 10. Etappe der Heldenreise. Kooperation, ja, die Öffnung für Kooperation, wenn man alleine nicht weiterkommt. Und der Skorpionbereich ist die unsichtbare Seite des Vertrages oder des Deals, den man da macht. Und hier hätten wir dann vom Aszendenten her zum Beispiel einen Vertrag, einen unsichtbaren Vertrag oder einen unsichtbaren Teil eines Vertrages, der auch streng geheim ist, Herrscher von 1 in 12. Und dann in der Rechtsdrehung haben wir sozusagen den Weg über das 11. in das 10. Haus, und der Weg vom 11. zum 10. Haus ist die eine Facette der Bestimmung. Ja, das heißt einmal, 10. Haus ist die Bestimmung, aber natürlich hat jedes Haus zwei Eingänge, da wir ja zwei Bewegungen haben. Und demzufolge muss also die Bewegung von 11 zu 10 auch ein Teil der Bestimmung sein. Und hier sehen wir ganz klar, es ist ein öffentlicher Vertrag, ja, mit der Waage am 11. Haus. Und wo steht die Venus? 9. Haus. Und da finden ja quasi die Brückenbauten statt. Sieht man ja auch auf dem Geld übrigens, ne? Die ganzen Brücken auf den Euroscheinen. Da finden die Brückenbauten statt. Da wird zusammengefügt, was zusammengehört im Schützen. Im Zwilling wurde es getrennt auf dem Weg des Helden sozusagen, und im Schützen wird alles wieder zusammengefügt, alles Gespaltene, Geteilte und Abgesprengte wird zusammengebracht und wieder versöhnt. Wir haben also quasi einen öffentlichen Vertrag, der zur Einheit führt. Venus und 9. Ja, das wäre jetzt nur die Betrachtung aus dem Ereignis. Jetzt gucken wir aber in den nächsten Schritten das Ganze wirklich als Stundenastrologie an. Ja. Aus der stundenastrologischen Sicht, wenn man jetzt vorher fragen würde, und man hätte dieses Fragehoroskop und würde sagen, kommen die beiden zusammen, da hätte ich jetzt persönlich meine Fragen, weil ich müsste dann nach dem Mars gucken, von dem einen vertragsschließenden Partner, der steht hier im 7. Haus, und ich müsste nach der Venus gucken vom anderen Partner, und da sehe ich jetzt eigentlich keine Konstellation, die sich allzu bald aufeinander zubewegt. Auch kryptische Nebenkonstellationen oder Nebenaspekte, die ja in der Stundenastrologie sowieso nicht beachtet werden, kann ich jetzt hier nicht wirklich wahrnehmen. Gut, gucke ich nach dem Pluto. Wenn man den noch dazu nimmt, dann gibt es einen Aspekt mit der Venus. Aber die Venus läuft aus dem Aspekt raus. Also man würde eigentlich sagen, es kommt zu keinem Vertrag. So, aber der Mars ist quasi im siebten Haus und ist damit im ersten Haus der BRD. Er ist also quasi auf diese Art und Weise in einen Vertrag eingestiegen. Das ist so eine Art konkludentes Handeln, ja, Handeln durch, oder sagen wir mal, es ist ein klarer Wille durch Handeln erkennbar, so heißt es ja, konkludentes Handeln, so kann man ja auch Verträge schließen, nicht, also wenn mir jemand eine Kiste Eier vor die Füße stellt, nichts dazu sagt und ich nehme die und gehe damit los, habe ich einen Vertrag geschlossen. Konkludentes Handeln, furchtbares Wort. Okay, so, also der Vertrag kommt zustande, indem einfach der Herrscher von 1 rüber geht ins 7. Haus. Interessant ist halt, dass der Mars ganz, ganz knapp im Stier steht. Ja, Stier ist Bestand. Er steht bei 29 Grad und 59 Bogenminuten im Stier. Das heißt, die DDR ist gewissermaßen in den Bestand, in die Persona E. BRD ist ja auch ein bisschen die russische Person, ist ja kein Staat. Ist quasi in die Persona E übergegangen. Ist schon ein schönes Bild. Ja? Hat sich quasi selbst aufgelöst, ist darüber gegangen, hat sich dort untergekuschelt. Unter BRD-Rock hätte ich beinahe gesagt. Ich weiß nicht, ob es eine Frau ist, keine Ahnung. Also jedenfalls hat sich die DDR rübergekuschelt und ist ganz und gar an die Seite oder in die BRD aufgegangen, ist der beigetreten, im wahrsten Sinne des Wortes. So schön und so sauber ist es hier im Horoskop auch zu sehen. Interessant finde ich einfach, dass der Mars dann im nächsten Moment auch schon den Stier verlässt und in den Zwilling übergeht, in der weiteren Bewegung. Ja? Und was ist der Zwilling? Es ist Austausch und Handel. Ja? Das heißt also, das ist auch
schön als Gleichnis dafür, was ist mit der DDR passiert, oder sagen wir mal mit dem Bestand, mit den Werten der DDR. Von wegen bankrott war sie wirklich nicht, das wissen wir mittlerweile alles, das sind alles die Märchen, die sie uns heute noch alle erzählen, dass die DDR so am Ende und bankrott war und die gute BRD sozusagen gut da stand, wirtschaftlich und so weiter. Also bankrott war sie nicht, das ist, ich habe da, also die Erkenntnisse habe ich nicht, nach dem, was ich gelesen habe, ist auch egal. Jedenfalls, die gesamte DDR mit ihrem Bestand, mit ihren Werten ist danach in den Zwilling gelaufen und es begann sofort die Verscherbelung dessen, was die Menschen dort in der DDR vorgebracht haben. Ja, und das sieht man nämlich auch ganz schön, wenn man sich das zweite Haus der linken Seite des Horoskops, also sagen wir mal die DDR-Seite anguckt, da haben wir ja den Schützen drin. Und der Jupiter steht dann im neunten Haus. Und das neunte Haus ist das dritte von der BRD. Also immer vom siebten Haus ausgehend, 1, 2, 3. Siebtes Haus ist sozusagen der Vertragspartner BRD. Und von dort, also umgedreht gedacht, 1, 2, 3, weitergezählt sind wir natürlich im neunten Haus. Und das ist übersetzt das dritte Haus vom siebenten Haus. Und hier zeigt sich eben auch mit dem Schritt von dem Mars in den Zwilling, ja, von der linken Seite, sehen wir im zweiten Haus von der DDR, linke Seite, den Jupiter dann im neunten Haus. Drittes Haus BRD ist das. Das heißt, die substanziellen Werte des einen Vertragspartners gehen sofort in den Handelsbereich des anderen Vertragspartners, sprich also in das dritte Haus. Da findet der Handel statt, der Austausch statt, der BRD. Ja. Da sieht man also quasi, dass die Werte der DDR verscherbelt wurden. So, also ich bin jetzt echt nicht der Typ, der sagt, ja, Ossi und Westi, wir müssen das auseinanderhalten, aber es ist auch nicht schlecht, mal ein paar Sachen auszusprechen, die offensichtlich so waren, ja. Also die Märchen, die uns in den Nachrichten erzählt werden, die glaubt ja, also ich glaube sie nicht mehr. Ich will es keinem unterstellen, dass er sie nicht glauben soll, ich glaube sie jedenfalls nicht mehr. Also, damit das Ganze auch richtig lief, sind ja auch bis heute noch, glaube ich, habe ich letztens eine Erhebung gelesen, 95% circa aller führenden Leitungskräfte sind aus den BRD-Kaderschulen und aus dem BRD-Ausbildungssystem. So, interessant ist hier auch, dass die BRD, wenn man jetzt das siebte Haus nochmal anguckt, das ist ja aus der Sicht der BRD das erste Haus, Herrscher von 1 wäre dann in 3. Auch hübsch, ne? Und dann noch im Zentrum vom dritten Haus, Handel, Austausch, Warenaustausch, die Märkte. Habe ich im Buch geschrieben, das ist die sechste Etappe, die zweite Phase der Heldenreise des unsichtbaren Skripts. Da kommt der Held auf die Märkte in eines fremden Landes und ist dort sozusagen in Handel und Wandel und Austausch verstrickt. Das heißt, nochmal ein Hinweis, wie ich schon verschiedentlich beim BRD-Horoskop immer mal geäußert habe oder hingewiesen darauf habe, es ist hier eine Handelsgesellschaft, mit der wir das zu tun haben. Ein Staat sieht irgendwie anders aus. Ja. So, also, DDR wird verscherbelt, kommt auf den Markt. So, jetzt interessiert uns natürlich noch weiter, was macht der Pluto da hinten? Außerdem interessiert es natürlich, wenn das eine Form von Beitritt war, es gibt immer einen Deal dabei, meiner Meinung nach. Also, selbst wenn die DDR-Leute naiv waren, die das damals ausgehandelt haben könnten, was ich nicht glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es alles im Hintergrund sauber durchdiskutiert, durchgesteuert und auch harte Verhandlungen gab. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber dahinter gab es ganz sicher einen Deal. Und der ist ganz sicher nicht von Honecker und Konsorten besprochen worden. Die haben auch ihre Auftraggeber, genauso Staat wie auch immer. Die haben ganz sicher Leute, die mitgeredet haben. Und es war auch sicher nicht nur Gorbatschow. Da müssen noch andere mitgeredet haben. Der Pluto hinten im 12. Haus spricht eine klare Sprache. Die DDR hat ein Paket mitgeliefert in den Westen. Und das ist eine Form von Ideologie. Ja? Von einem Programm. Und dieser Pluto hat ja auch einen Zugriff auf die Venus, auch wenn die Venus weggelaufen ist. Aber er hat in diesem Horoskop einen Zugriff auf die Venus. Das heißt, die Ideologie, die DDR mitgebracht hat, mit allem, was in Richtung Osten dahinter stand. Im Osten gibt es genauso einen tiefen Staat. Auch hinter Gorbatschow gibt es etliche, meiner Meinung nach, etliche Ebenen und Schichten und so weiter, die man dazu denken muss, bis hin nach China. China ist wichtig, da kommen wir gleich drauf. Und die haben ein Päckchen mit rüber geliefert. Und dieser Pluto, der greift auf die Venus zu, hat einen Einfluss auf die. Und das war der Deal, meiner Meinung nach. Das ist jetzt eine kühne These,
Kann man ja auch als Arbeitshypothese nehmen, kann man auch sagen, okay, der Typ, der hat ein Glas Wein zu viel getrunken, ist ja nicht schlimm, wir sind ja hier einfach auf der Suche nach der Wahrheit. Ist eine kühne These, dass ich behaupte, es gab den Deal, dass die DDR einen Zugriff auf die BRD bekommt. Und ich habe sogar die kühne Idee, nach allem, was ich im Moment draußen sehe und in den letzten Monaten und Jahren beobachten konnte, habe ich sogar die kühne These, dass die DDR im Grunde vom System her das System der BRD infiltriert und übernommen hat. Ja, ist aber erstmal eine These. Wir sind ja hier am Disputieren oder diskutieren. Ja. Wenn ich mir aber angucke, was draußen abläuft mit dem zunehmenden China-Kommunismus, der sich da ausbreitet, mit Zwangsimpfungen, Chippen, mit Apps auf alle Handys, mit Distanzkontrolle, mit Kindern, die mit Abstandhaltern auf dem Schulhof stehen, mit Zwangsversteigerungen, mit Häusern von Leuten, damit der gute Staat entschuldet wird, damit die Krise, zum Beispiel die Corona-Krise, die so viel Geld gekostet hat, den guten Staat, also damit das Narrativ, was die erfunden haben, auch ordentlich Geld bringt, ja. Willkommen an irgendwelchen Firmen, man gibt denen dann wohlwollend, um ihnen zu helfen, nachdem man mit der Corona-Krise, die meiner Meinung nach ziemlich erfunden ist, alle in den Ruin gestürzt hat, gibt man ihnen Gelder, gibt man ihnen Kredite. Und die Firmen racken danach sozusagen diese erfundene Krise ab. Das ist ein Riesengeschäft. Der liebe Finanzminister der BRD hat ja auch schon gesagt, man beteiligt sich an Firmen und natürlich mit der Absicht, um die ganzen Kosten, die man ja dummerweise mit dem schlimmen Virus hatte, um die Kosten anschließend natürlich irgendwie wieder zu decken, wenn möglich auch gewinnbringend. So hat das, glaube ich, wortwörtlich gesagt. Es geht schon um gewinnbringenden Verkauf der Anteile an Firmen, die erworben wurden. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass bestimmte Firmen gleich ganz übernommen werden, wenn dann der Staat sich zu 51% einkauft, um die zu stützen, um die Arbeitsplätze zu sichern und so weiter. Mir kommen schon die Tränen. Dass anschließend natürlich die Kontrolle des Staates da ist und das ist eine nicht ganz vordergründig sichtbare Übernahme von Privateigentum in das Staatseigentum. Und Staatseigentum heißt Kommunismus, heißt Sozialismus. Ja? Man muss einfach ein bisschen tiefer gucken. Okay, also es gibt ein schönes Video im Netz, ist eine Satire oder ist eine Dokumentation, die als Dokumentation rüberkommt, wo der Chauffeur von Honecker interviewt wird und die Sekretärin und so weiter. Und der erzählt, dass Strauß irgendwann in der DDR war und hat dann Köfferchen mit Westscheinen hinterlassen auf dem Tisch und anschließend steht Honecker irgendwie minutenlang am Tisch, sinnend, nachdenklich und sagt dann zu seinem Chauffeur, sinngemäß, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, sagt dann zu seinem Chauffeur, Krause oder wie heißt Krause, wissen Sie was? Wir machen die Mauer wieder auf. Und der Plan dahinter ist, die BRD mit den Kosten, die DDR verursacht, zu ruinieren und quasi zu unterwandern. So, das Ganze ist eine Dokumentation mit einem leicht satirischen Einschlag. Man sieht dann schon, dass der Chauffeur und dass es alle Schauspieler sind. Aber als ich das gesehen habe und ich dieses Horoskop hier gesehen habe, dachte ich mir, kleinen Moment mal. Was wäre, wenn da was dran war? Ja. Wenn Honecker und seine ganzen Hintergründe, seine Steuermänner, seine Auftraggeber, wenn die wirklich hier das so eingefädelt haben, dass dieser Vertrag die Türöffnung, die Gateöffnung zur schleichenden Übernahme des westdeutschen Systems durch den chinesischen, zum Beispiel den chinesischen Tiefenstaat ist. Ja, oder zumindest durch den Osttiefenstaat. Ich halte das absolut für möglich. Ich halte es ganz ehrlich unter uns sogar für real. Ja. Wie gesagt, nach dem, was man draußen sieht, das wird alles noch ein bisschen schärfer werden. Guckt euch die schwarz gekleideten Söldnerpolizisten da an. Gott segne sie alle, aber sie wissen nicht, was sie tun, aber sie sind alle privat haftbar, hat mein letzter Rechtsanwalt erzählt. Deswegen laufen sie auch nur noch mit Nummern rum und keiner will auch seine Dienstnummer mehr rausgeben, sondern nur seinen Prügelstock. Den gibt er gerne raus. Sie denken, sie kommen irgendwie durch damit. Aber man darf nicht vergessen, dass alles, was geschieht, immer irgendwo aufgezeichnet ist. Und jeder Hieb, der auf irgendwen niederprasselt oder was weiß ich, der irgendwo friedlich demonstriert, der wird verankert, der wird gespeichert. Das muss derjenige sich einfach bedenken. Es kommt natürlich irgendwann alles zurück. Ja. Und eine schwarze Uniform und eine anonymisierte Nummer, und die man dann auch nicht mal rausgibt, das wird auch nicht davor schützen, dass irgendwann ein Spiegel zurückkommt. Also jetzt mal rein energetisch, ja, spirituell. Aber gut, das muss jeder selbst entscheiden. Okay. So, wenn wir jetzt also hier die kühne These vertreten, dass wir eine
im Mantel der BRD rumlaufende DDR hier langsam sich ausbreiten haben. Nicht hier, ich bin ja nicht da, aber dort in Deutschland. Da wäre es natürlich sinnvoll, aus der Sicht derjenigen, die das wollen, jemanden zu haben, der das umsetzt in irgendeiner Form. Der die Sache umsetzt, der die Idee umsetzt, der die Mission weiterträgt gewissermaßen. Und ja, da habe ich dann mal einen kleinen Blick geworfen auf die große Geschäftsführerin, die aktuelle. Und da ist mir doch glatt aufgefallen, dass deren Mars ja im Schützen steht, in ihrem Horoskop oder das, was öffentlich zugänglich ist als Horoskop, vermeintlich für die große Geschäftsführerin. So, und da steht auch der Mars im Schützen und der steht doch interessanterweise nur 2 oder 2,5 Grad weg vom Aszendenten der DDR. Der Mars ist der Zug, das Zugpferd des Ungeschehenen. Ja? Und der Mars im Schützen, das ist die heilige Mission. Ja, der heilige Krieg, wenn man so will. Und das ist der Aufbruch mit einer weltanschaulichen Ambition. So, und dann ist mir beim Weiterstochern doch glatt wieder eingefallen oder aufgefallen, dass doch Frau den Sonnenstand von ca. 24,5 Grad Krebs hat. Ziemlich interessanter Punkt. Und wenn man dann noch ein bisschen weiterstochert, dann sieht man, dass der Aszendent, also die Mission der Volksrepublik China, so wie die Zeit zumindest im Netz verfügbar ist, bei knapp 23 Grad Krebs liegt. Im Übrigen, die Grundsteinlegung des Petersdoms, ein wichtiger Zeitknotenpunkt des römischen Imperiums, liegt bei 24 Grad Krebs. Es hängt alles zusammen miteinander. Und hinter der äußeren Schicht kommt immer noch eine tiefere Schicht und hinter der tieferen Schicht kommt noch eine tiefere Schicht. Wenn man jetzt die Gründung der Volksrepublik China mal zusammenlegt oder vergleicht mit dem Vertrag, mit dem Einigungsvertrag, dann fällt natürlich auch auf, dass auch der Saturn der Volksrepublik hier im 10. Haus des Vertrages steht. Und es fällt auch auf, dass der Aszendent da in der Krebs sozusagen im 2. Haus der BRD steht. BRD nochmal aus der Sicht des Vertrages, Stier, und das 7. Haus des Vertrages ist das 1. Haus der BRD. Der Aszendent, die Mission der Volksrepublik liegt also im Revierbereich der BRD. Der gerade rüberstehende Mond liegt im Revierbereich der DDR. Und wenn man sich mal umhorcht, ich habe da ein paar Leute so verschiedentlich an verschiedenen Ecken, insbesondere Ostdeutschlands, auf dem Land, die haben mir erzählt, hier rundherum ist alles schon chinesisch. Alles aufgekauft. Da lacht der Schelm. Ja, schon interessant die ganze Sache. Und dann fällt einem noch auf, dass auf dem Aszendenten des Einigungsvertrages die Venus der Volksrepublik China liegt. Und da kann man natürlich gucken, wo kommt die Venus her bei China. Natürlich aus der Waage und aus dem Stier. Und die Waage ist das 4. Haus der Volksrepublik China und das 4. Haus ist des Pudels wahrer Kern. Das ist also das Wesen Chinas, was sich da zeigt. Und wenn man die Venus von daher leitet und auf den Aszendenten des Einigungsvertrages legt, dann haben wir quasi das Wesen Chinas, was durch die DDR hindurch in den Vertrag einsteigt. Ja, so viel zu den kühnen Schlussfolgerungen. Alles natürlich nur Arbeitshypothesen, die weiter durchdacht werden, mit denen man weiter rumspielt. Aber man darf ruhig mal spinnen und denken und man darf aufgrund dieser Arbeitshypothesen sich das äußere Geschehen angucken. Also man darf da einfach mal nach draußen gucken und dann das vergleichen mit den Arbeitshypothesen, die ich hier zum Besten gebe. Diese ganze Welt des Geheimen, der Heimlichkeit. Warum sind die alle so? Warum machen die das alles? Warum ist mal alles Mögliche geheim, ist nicht öffentlich, ist versteckt? Ja, weil die Menschen die eigentlichen Wertegeber sind und die würden natürlich den ganzen Kram, was da im Hintergrund läuft, damit man die Herrschaft aufrechterhält, nicht mitmachen. Und deswegen muss immer alles getan, verschachtelt, nochmal geschichtet, nochmal getan und nochmal verschachtelt und nochmal versteckt und nochmal getäuscht und noch ein Mantel rüber gemacht werden, damit möglichst nicht die Leute aufwachen und irgendwann sagen, klar, Moment, wir sind hier die Wertegeber, wir sind die Auftraggeber, wir sind die eigentlichen Treuhänder, auch wir sind 7 Milliarden Treuhänder Gottes, nicht bloß der Vatikan. Wir alle sind das, der Vatikan hat vielleicht mal den Auftrag erhalten irgendwann,
bestimmte Dinge umzusetzen und dann ist es ein bisschen ausgeufert und hat er alles an sich gerissen. Aber wir alle Menschen sind die Treuhänder Gottes, wir sind die Kinder Gottes und wir haben die Verantwortung, dass es hier auf der Erde gut ist, dass das, was möglicherweise die allliebende Quelle hier mit dem ganzen Planeten mal vorhatte, dass das im Gleichgewicht bleibt und dass das dem Wachstum aller dient, zum höchsten Wohl. Das scheint im Moment, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz so zu sein. Aber gut, die Prozesse laufen. Es gibt immer mehr Menschen, die aufwachen. Und es gibt auch immer mehr Menschen, die zu den wichtigen Informationen Zugang bekommen, die ihnen helfen, sich aus dem System rauszulösen und möglicherweise auf Abstand zu gehen. Ohne das System anzugreifen. Das ist immer mein Vorschlag. Lass das System einfach laufen. Geht aber runter von der Titanic. Ja. Kein Konflikt, es bringt nichts. So, okay, das war's für heute. Denkt dran, bei Interesse mal den Newsletter zu abonnieren bei mir, dann müsst ihr mich bitte anschreiben, die E-Mail-Adresse steht hinten. Ansonsten gibt es den Telegram-Kanal, da stelle ich jetzt auch wieder öfter was rein. Es gibt auch die kleine Chatgruppe, sehr, sehr rege, die Menschen, die Teilnehmer da. Und die beiden Bücher habe ich schon jetzt darauf hingewiesen, das unsichtbare Skript hier. All unsere Heldenreisen, das eine, das neue, was jetzt da ist, Anstiftung zum Aufbruch. Jetzt fange ich langsam an, das Buch über meine Sichtweise auf die Astrologie zu schreiben. Das wird aber etliche Monate brauchen, gar keine Frage. Gut, das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann in Cannes, bis später im Äther, bis bald im Wald. Tschüss.